Staatsminister, liebe Festgäste, mit Gunst und Verlaub. Die Feierstunde hat geschlagen, es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz die Richtfestkrone bald ins Land. Es ist von alters her ein schöner Brauch, und ich würde sagen, so gehört sich's auch, ein Fest zu feiern, wenn ein Bau gerichtet und der Zimmermann spricht, was er gedichtet. Ich grüße Sie, verehrte Gäste, auf diesem schönen Baustellenfeste. Gern bin ich hier hinaufgestiegen, zu preisen, was hier wird gebaut. Lasst Laptops, Säg und Hammer liegen, auf das sich jeder feiern traut. Zwar stehe ich lieber auf einem Dachstuhl aus Holz, das gebietet mir mein Zimmerer Stolz. Aber weiß ich wohl, wo so viel Technik wird gebaut, man dem Beton dann doch oft mehr vertraut. Es ist doch gar nicht lange her, da grub man hier den Grundstein ein. Es freut deshalb alle umso mehr, lädt man heute doch schon zum Richtfest ein. Ein Institut für chemische Epigenetik wird hier entstehen und der Baufortschritt ist nicht zu übersehen. Ganze Forschergruppen werden hier richtig anpacken, um den epigenetischen Code zu knacken. Woanders sonst als hier in diesen Gefilden lassen sich besser Brücken bilden von der Grundlagenforschung zur Medizin im Dienst der Gesundheit. Das macht doch Sinn. Da unsere Wissenschaft niemals ruht und mit finanzieller Hilfe und jeder Menge Mut entsteht hier jetzt mit viel Know-how dieser neue Forschungsbau. Das Baurecht scheint hier ausgeschöpft, hier passt kein Haus mehr rein. Drum hat man lieber obendrauf geköpft und das im Nachhinein. Des Nutzers Wünsche nach HU-Bau kennen Staatsbau und Univerwaltung allzu genau. Und so nahm man es eigentlich sehr gelassen, den Zusatzwunsch der Dachterrassen. Eine Hotelauffahrt sollte auch noch sein, aber dazu hieß es dann doch nein. Doch lassen Sie mich jetzt von hier oben ganz besonders den Nutzer loben. Ganz schön schnell passieren die Dinge hier schon, dank Herrn Professor Karell und Herrn Dr. Baron. Dem Freistaat der LMU und dem Nutzer zu ehren, will ich das erste Glas nun leeren. Es ist schon immer ein Brauch und Pflicht, dass hier ein leeres Glas jetzt bricht. Drum werfe ich es nach alter Sitte leer getrunken in ihre Mitte. Mögen aller Scherbensplitter das Bauwerk schützen vor Gewitter und vor allem Unheil noch. Die Bauherrschaft, sie lebe hoch, hoch, hoch. Zweites Glas schenkt man mir voll, das allen jenen gelten soll, die planen, rechnen und viel schreiben, um dieses Projekt voranzutreiben. So lasst mich die Planer nicht vergessen, denn selbst der Bauherrn kühnste Interessen wären ohne sie reine Makulatur. Drum lobe ich die Zunft der Architektur. Und wie schon beim ersten Bau dort drüben, ist man mit Fritsch und Scheitze Architekten sehr zufrieden. Allerorten ist bekannt, dass hier vortrefflich wird geplant. Und so verwundert es auch nicht, wenn aus Architektur ein Forschungsthema spricht. In der Form wie ein Zwilling zum Nachbarhaus, und doch sieht die Fassade ganz anders aus. Ist ein Gebäude so von Technik geprägt, dann zeigt sich, wer gute Fachplaner pflegt. Aber auch das sieht man hier sehr gelassen. Auf BWS und Kutzin und Sander kann man sich da verlassen. Mit den Projektanten klappt es eigentlich wie geschmiert, weil die Teamarbeit hier funktioniert. Und weil die Technik immer mehr Geschosshöhe fordert, wird halt städtebaulich eine Genehmigung geordert. Das Wichtigste hier werden die Labore sein. Drum lässt man sich da auf gar nichts ein. Und das, was man hier mal alles drinsteckt,
plant IPN-Laborprojekt. Statisch, da mache ich mir auch keine Sorgen. Dieses Bauwerk hebt auch noch übermorgen. Und durchaus auch noch ein paar Tage mehr, für die Krone-Ingenieure ist das nicht schwer. Und um das Ganze zusammenzuhalten, die Dinge zu leiten und zu verwalten, den einen zu triezen, den anderen zu zügeln, so manche Fehler auch glatt zu bügeln, dirigiert wird die ganze Bauerei vom staatlichen Bauamt München II. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand und mit dem süßen Saft der Reben will jedermann die Ehre ich geben. So lasst mich schließlich Ihnen zu Ehren dieses Glas mit seinem Inhalt leeren. Dreifach jubeln wollen wir noch die Planerschaft. Sie lebe. Hoch! 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 Thank you.